wollen wir euch einen kleinen Überblick über das Corpus CPR geben. Wir fangen zunächst an mit den verschiedenen Inhalten der Taschen, gehen dann zu über, welche Bedienelemente wir am Gerät selbst finden, machen weiter mit dem Energiemanagement und enden dann mit den verschiedenen Boards. Wir haben jetzt hier einmal das Corpus CPR mit dem Rackboard in der entsprechenden Tasche dafür. Das Board findet ihr an der Oberseite und den Rest, den ihr dazu benötigt, im Innenfach. Wie ihr seht, ist hier gleich der Arm, in dem Fall vorkonnektiert mit dem kurzen Stempel. Wir haben direkt darunter auch eine Tasche mit den langen Stempeln und jeweils in jeder Größe einmal ein Ersatzstempel drin. In der zweiten Tasche findet sich ein geladener Ersatzakku. Und in der dritten Tasche die verschiedenen Netzkabel. Dazu kommen wir allerdings im Energiemanagement genauer. An der Oberseite finden wir noch ein Fach, in dem der Fixierring untergebracht ist, den wir für das Rackboard und auch das Scoopboard benötigen. Ebenso finden sich bei uns hier drin die Taschenkarte für die Anlage im Four-Step-Approach. Im Gegensatz zum Inhalt der Taschen, der variabel ist, sind die Bedienelemente des Corpus CPR immer gleich. Als allererstes der Bajonettverschluss, um den Arm mit dem Board zu verbinden. Dieser rastet satt ein, wenn ich ihn gerade auf das Board aufsetze. Um ihn zu lösen, einmal drehen und nach oben abnehmen. Um einen Verkanten zu vermeiden, immer darauf achten, dass gerade vertikal aufgesetzt wird. Zweites Bedienelement ist der Feststellhebel. Diesen zu öffnen, empfiehlt sich, eine Hand vorne aufs Gerät zu legen und dann nach hinten fest aufzuziehen. Erst wenn der Feststellhebel komplett geöffnet ist, lassen sich die verschiedenen Gelenke durchbewegen. Insbesondere in der Höhenverstellung ist darauf zu achten, den Corpus CPR hinten anzufassen, um einen Verkanten zu vermeiden. Sobald der Feststellhebel geschlossen wird, sind alle Gelenke wieder fest. Das Schließen des Feststellhebels sollte am besten mit der flachen Hand eher schlagend geschehen, um ein Einklemmen der Hand zu verhindern. Öffnen, schließen. Das Corpus CPR lässt sich unten am Arm einschalten. Die Therapie starte ich, indem ich hier vorne auf diese Taste drücke. Unter erneutem Druck beende ich die Therapie wieder. Neben dem Display sind verschiedene Softkeys angeordnet. Durch das gleichzeitige Drücken zweier Softkeys auf der einen Seite lässt sich die Bildschirmrichtung ändern und somit die Lesbarkeit auf der anderen Seite verbessern. Wenn ich die linke Seite doppelt bzw. beide Tasten gleichzeitig drücke, dann invertiert das Display und unter widrigen Lichtbedingungen kann ich es besser ablesen. Die Therapieoptionen, die ich durch Einzeldruck der Softkeys verändern kann, zeigen wir im separaten Tutorial. Ebenfalls im Display sieht man die Restlaufzeit des Akkus, erkennbar an dem kleinen Batteriesymbol daneben. Im Idealfall beträgt diese 90 Minuten. Wenn ich während dem Einsatz feststelle, oh, wird ein bisschen knapp, gibt es zwei Optionen. Option 1 ist es, den Corpus CPR direkt an eine externe Stromversorgung anzuschließen, entweder direkt ans Bordnetz oder über eine Steckdose an der Wand. Wenn ich beide Optionen nicht habe, kann man natürlich auch den Akku wechseln. Wenn ich mich dazu entscheide, den Akku während der laufenden Therapie zu wechseln, sollte ich mir vorher den Ersatzakku bereitlegen. Ich kann dann die Therapie einfach pausieren, den Akku durch Druck auf die beiden roten Knöpfe entfernen, den neuen Akku einsetzen und das Gerät fährt dann automatisch selber wieder hoch und ich kann gleich die Therapie wieder fortsetzen. Hierfür habe ich 30 Sekunden Zeit. Wenn ich mir vorher den Akku bereitlege, ist das allerdings mehr als genug. Das Corpus CPR kann auch innerhalb der Tasche geladen werden. Hierzu öffnet man hier unten die Lasche mit dem Klettverschluss und bringt den Magnetstecker an. Anschließend kann man oben durch das Sichtfenster den Ladezustand des Akkus beurteilen. Für das Corpus CPR sind drei Boards auf dem Markt erhältlich. Alle drei sind komplett röntgendurchlässig. Ich darf als erstes mal das Quadboard zeigen. Das Quadboard ist eher für den klinischen Bereich gedacht. Es lässt sich leicht unter Patienten schieben. Eine Fixierung des Patienten, wie zum Beispiel für einen Transport, ist allerdings nicht möglich. Darf ich das ganz kurz geben? Schön. Auch beim Rackboard ist die Armposition am Patienten frei wählbar. Ich habe zusätzlich hier die Fixierungsmöglichkeiten in Kombination mit dem Fixierring. Und als weiteres
Stuhl für den präklinischen Bereich das Scoopboard. Das Scoopboard lässt sich idealerweise in Schaufeltragen oder in modernen Tragenauflagen positionieren. Ebenfalls wird der Patient hier mit dem Fixieren und Fixiermöglichkeiten beim Transport festgemacht. Der Patient liegt auf dem Scoopboard etwas tiefer. Deswegen muss dieser Höhenunterschied mit einer Stempelverlängerung ausgeglichen werden. Hier ist die Armposition nicht frei wählbar und nur beim Scoopboard kommt die Stempelverlängerung zum Einsatz. Die Stempelverlängerung für das Scoopboard lässt sich wie ein Stempel einsetzen. Konnektieren und dann in den Arm eindrücken. Das Scoopboard wird mit dem eigenen Rucksack ausgeliefert. In diesem Tutorial haben wir euch die einzelnen Systemkomponenten des Corpuls CPR zeigen können. Wir haben einen Blick in den Rucksack und Taschen geworfen. Wir haben über Energiemanagement gesprochen, über die Bedienelemente und ich habe euch ganz kurz die Boards auch zeigen können. Was wir gerade an den Boards gesehen haben, ist, dass es doch verschiedene Optionen gibt. Und man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was man selber vor Ort hat, welches Zubehör man vor Ort hat und damit man auf dem auch fit ist. Damit ihr nichts verpasst und auch das Gerät mal in Anwendung seht, abonniert gerne den Kanal und schaut unsere anderen Videos.